Erftstadt. Das ist eine junge Stadt vor den Toren Kölns mit Esprit und Charme. Sie kennen uns noch nicht? Dann haben Sie definitiv etwas verpasst. Kommen Sie mit mir auf eine Reise durch unsere wunderbare Stadt mit ihren 14 liebens- und lebenswerten Ortsteilen. Wir haben einiges zu bieten. Für Familien, für Unternehmen, eigentlich für jedermann. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Nicht nur zentral und in nächster Nähe zu den beiden Großstädten Köln und Bonn gelegen, grenzt Erftstadt zudem direkt an den Naturpark Rheinland, einem Naherholungsgebiet mit rekultivierter Wald- und Seenlandschaft. Mit über 40 Seen ist die Wille-Seenplatte ein Erholungsschwerpunkt im nördlichen Teil des Naturparks Rheinland. Badestrände und Angelplätze sowie ein umfangreiches Sportangebot an mehreren Wille-Seen gewährleisten einen hohen Freizeitwert. Der Lieblarer See ist einer der saubersten Badeseen der Region. Auch der Comedian Marc Metzger weiß dies zu würdigen. Ich liebe das Wasser, oh, schon als Kind. Aber was war das damals für ein Theater? Ne? Koffer packen, Auto packen, losfahren, Italien, Spanien, Lacher See. Ne? Heute brauche ich das nicht mehr. Wohne ich in der Erftstadt, Rucksack an, aber an den Strand. So einfach geht's. Wahnsinn, diese Klimaerwärmung. Was machen eigentlich die Holländer, wenn wir den Strand haben? Die Gümnicher Mühle ist eine alte Wassermühle an der Erft. Heute ist die Gümnicher Mühle ein Naturparkzentrum und beliebtes Ausflugsziel. Auf Schulklassen, Kindergärten und Erwachsenengruppen wartet ein spannendes Naturerlebnisprogramm. Am südlichen Ortsrand von Lechenich entsteht ein neues, ca. 35 Hektar großes Gewerbegebiet, der Wirtschaftspark Erftstadt. Bekannte Unternehmen wie DPD haben sich hier bereits angesiedelt. Darüber hinaus bietet die umfangreiche Wirtschaftslandschaft Erftstadts vielen bekannten Unternehmen einen hervorragenden Standort. Wir von Freuzheimbau sorgen dafür, dass Erftstadt immer schöner wird. Mehr als 50 Mitarbeiter an 6 verschiedenen Standorten in Erftstadt. Unterstützung zahlreicher Vereine und gemeinnütziger Institutionen. Auch dafür steht die Kreissparkasse Köln. Kaum 15 Autominuten vom Kölner Westen entfernt befindet sich die 18-Loch-Golfanlage Burg Konradsheim. Eingebettet in die ebene Auenlandschaft liegt der Golfplatz idyllisch am Fuße der Burg Konradsheim. Auf einem ehemaligen Militärgelände befindet sich das Umweltzentrum Friesheimer Busch, wo Erftstädter Umwelt- und Naturschutzverbände sowie Verbände der Entwicklungszusammenarbeit und Schulen zusammenarbeiten, um die schulische und außerschulische Umweltbildung, den Umwelt-, Natur- und Landwirtschaftsschutz sowie die Vorgaben der lokalen Agenda 21 in Erftstadt umzusetzen. Die Schullandschaft ist in Erftstadt gut aufgestellt. Von 7 Grundschulen hin zu 2 Gymnasien bietet Erftstadt Bildungsangebote für alle Bürger. Erftstadt ist auch eine bunte, kinderfreudige Stadt. 12 städtische und eine große Anzahl weiterer Kindergärten sorgen für eine familienfreundliche Belebung der Stadt. Auch der alljährlich stattfindende Gümnicher Ritt ist für viele Bewohner ein fester Termin im Kalender. Erftstadt ist eine fahrradfreundliche Stadt. Ein Netz aus Radwegen führt durch großflächige Flussauen, Wiesen und Felder, durch historische Stadtzentren, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Burgen und Schlössern. Die bekanntesten sind die Lechenicher Landesburg und Schloss Gracht. Kultur und Bildung fördern und wahren. In der neu gebauten Musikschule. Dieses moderne Gebäude der Klaus-Geske-Stiftung mit diesem attraktiven Konzertsaal ist für die Bernd-Alois-Zimmermann-Musikschule mit ihren 700 Schülerinnen und Schülern ein Garant zum Erblühen und Gedeihen. Und es ist alles ein Gewinn für die Schullandschaft in Erftstadt und für alle weiteren Kulturtreibenden. Wir sind hier in meinem Atelier in Lechenich am Herriger Tor. An der Weltersmühle. Wir haben hier eine Menge Kunstvereine, den Kreidekreis der Lehrer und Lehrerinnen, das Schaufenster, die hier
für eine rege Kunstszene sorgen. Okay, Holland hat den Strand und die Küste. Wir jedoch haben einiges mehr zu bieten. Sport, Kultur und die Natur beleben unsere fröhliche und weltoffene Stadt. Und das mitten im Rheinland. Wir freuen uns auf Sie. Freuen Sie sich auf Erftstadt. Erftstadt. Ein Stück Heimat, in der man sich wohlfühlt.